Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTumal wieder am Start und wir machen heute wieder weiter mit euren Leveln und unser Lieblingstoad, nämlich der Toadoffs, hat wieder ein neues Level gebaut, nämlich einen zweiten Teil von seinem Bowser's P-Switch Castle und ich bin sehr gespannt, wie dieses Level jetzt aussehen wird. Das erste Level war schon sehr beeindruckend, für die, die es nicht kennen, das Level war so aufgebaut, dass man erst das Level einmal so durchgespielt hat und dann hat sich immer wieder neu ein P-Switch aktiviert und das Level hat sich quasi verändert und ich bin gespannt, ob der zweite Teil an den ersten Teil rankommt oder sogar vielleicht besser ist. Mal schauen. So, wir müssen hier oben rein. Wahrscheinlich können wir jetzt noch nicht rein, sondern müssen eben auf die P-Switches warten und ja, die kommen jetzt erst später, nämlich nachdem wir das einmal durchgespielt haben. Und was mir auffällt, es gibt nur 4 rote Münzen. So, aber die rote Münze kann ich theoretisch auch so holen, ne? Ja, da brauche ich keinen P-Switch. Okay, ich brauche doch einen P-Switch. Ja, wenn ich klein bin, eigentlich nicht, ne? Das müsste eigentlich gehen. Ha. Soll ich das nochmal probieren? Soll ich es nochmal probieren? Ich probiere es noch einmal, komm. Einmal probiere ich es noch, die Münze so zu holen. Und ja, das will ich jetzt schaffen. Und ich lasse mich dafür klein werden. Okay, so, ich bin wieder da. Und komm, das schaffen wir doch. Das schaffen wir doch, aber ich bin mir sicher, ich stoße jetzt irgendwo an wieder. Ja, nein, es geht. Haha, perfekt. Gut, der Nachteil ist jetzt, ich bin klein. Oh, da war ein unsichtbarer Block. Gefährlich. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man unsichtbare Blöcke nutzt. So. Hätte er mich in den Tod gebracht? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich wäre dann auf den Donut-Block gelandet. Okay. Kommen schon die P-Switches? Nein. So. Die Röhre kann ich theoretisch auch. Naja gut, nee, kann ich nicht. Ich probiere das auch nicht aus. So. Ach, doch. Wir haben jetzt die P-Switches aktiviert. Perfekt. Ich habe das gar nicht mitbekommen erst. Also ja, mein Hirn denkt heute wieder ein bisschen langsamer und jo, wir brauchen jetzt alle Schlüssel, Münzen und dann sollten wir da reinkommen oder irgendwo ein Trampolin bekommen. Ja, damit wir da in die Röhre am Anfang können. So, und jetzt ändert sich das Level. Wir sind im gleichen Raum wie vorher auch, aber das Level ist eben jetzt ganz anders. Da ist eine Röhre, können wir da rein? Wahrscheinlich, ne? Ja. Und das nochmal ein unsichtbarer Block. Noch mehr. Okay. Wie viele noch? Überall. Oh, wir sollten den P-Switch wieder aktivieren. Ach, verdammt. Okay. Gut, aber hier ist... Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas versteckt. Hm. Aber ich komme nicht ran. Oder ich komme... Ich finde den finalen Block nicht. Oder vielleicht hier? Nö. Na gut, wir aktivieren jetzt nochmal die P-Switches und gehen dann in die Röhre rein. So, vielleicht hat der Toadoffs ja eine Münze in die Lava gesetzt. Das kann gut sein. Also ich kann es mir denken, ne? Aber ich hoffe es natürlich nicht. Aber ich sollte so ein bisschen Ausschau halten, ja. Ein kleines bisschen. So, hier komme ich nicht weiter. Gut, hier komme ich auch nicht durch. Nee. So, ich muss eigentlich in den Raum. So, ich gehe nochmal hier hin. So, nee, hier ist auch keine Münze. Na gut, hier wäre die Münze gewesen, aber die habe ich ja vorher durch Skill geholt. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal durch die Röhre. Labern nicht lange rum. So, was erwartet uns hier? Noch mehr P-Switches. Aber hier waren wir vorher nicht, ne? Nee. Okay, ein Checkpoint. Hat er das jetzt so gemacht, dass wir erst den P-Switch-Run bekommen und dann im Anschluss das Level ohne P-Switch spielen? Das kann gut sein, ne? Scheiße, muss ich hier überleben? Was muss ich hier machen? Powerblöcke! Nein, nein! So, Bowser! Nein! Oh Gott! So, geh mal hoch! Kommen keine Powerblöcke mehr! Mann! Da kamen nur 2! Das ist unfair! Aber hier war ja der Checkpoint! Und... Ja, ich komme nicht an die rote Münze ran! Die Frage ist, gewollt oder nicht gewollt? So, aber den Pilz, den sollte ich mir schnappen! So! Und jetzt erwischt mich der Bowser nicht, dachte ich. Naja, hat mich auch nicht erwischt. Das waren die Powerblöcke, ne?
Nein, die Bunscher. Und ja, gut. Bowser, ich töte dich jetzt gleich. Mit den Powerblöcken. So, Bowser. Du stirbst jetzt. Powerblöcke sind da. Perfekt. Und jetzt duckt er sich wieder weg, der Bowser. Ha. Ha. Aber ich bin besser als Bowser. So. Wo muss ich hin? Bin ich jetzt am Anfang wieder des Levels? Ja, in der Tat. Oh, okay. Krass. Ja, also er hat die Idee nochmal schön weiterentwickelt. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt komme ich schon wieder in eine Röhre. Ach, das ist die Röhre. Okay. Und jetzt gehe ich mal oben lang. Das kann ich ja jetzt. Weil jetzt der P-Switch nicht mehr wirkt. Soll ich die Münzen mal nehmen? Ja, ich denke schon. Okay. So, richtig cool. Und... ah, hier sind wieder überall unsichtbare Münzen, denke ich. Oder? Ja. Gut. Es fehlt eine Münze. Aber wir bekommen einen Schlüssel. Alles klar. Wo ist der... wo ist die letzte Münze? Na gut, egal. Wir gehen jetzt einfach mal durch die Schlüsseltür. Vielleicht ist dahinter dann die letzte Münze. Ja, das würde wieder Sinn machen. Wahrscheinlich hat er die rote Münze mit einem Checkpoint gleichzeitig verbaut. Genau, ja, so muss es sein. Nur, wo war jetzt die Schlüsseltür? Hier. Aber wir bekommen nicht mehr die Feuerblume. Aber egal. Aber der P-Switch hat sich wieder aktiviert und wir bekommen jetzt den Checkpoint. Perfekt. Aber wenn man nur drei Münzen hat, dann sollte man da nicht reingehen. Nee, nee, dann ist man tot. So, wo muss ich hin? In die Röhre, ne? Ja. Gut, Bosskampf. Nee, wir sind wieder am Anfang. Kriegen jetzt ein Trampolin. Ein Trampolin, das kriegen wir. Ja, ja. So. Und kommen jetzt hier rein. Ach, und das ist die untere Röhre. Alles klar. Ja, richtig cool. Das Einzige, was ich mich frage, ist, kann man hier irgendwo tricksen und richtig hardcore abkürzen? Ich hab das irgendwie im Gefühl, dass das geht. So. Warum habe ich den Powerblock jetzt eigentlich? Wegen der Pflanze, oder? Ja, okay. Aber keine der Pflanzen hatte einen Schlüssel. Und auch nicht der Goomba. Schlüssel? Ach, da kommt ein Muncher. Okay. Ach, ein Bowser Jr. kommt hier auch noch. Ha, okay. Hat er den mal so aktiviert? Ich glaube nicht, dass der Bowser Jr. den Schlüssel hat. Sondern ich glaube, der Muncher hat den Schlüssel. Und zwar der untere. Ach, verdammte Scheiße. Kriegen wir noch einen Pilz? Nee. Und das Level hat sich wieder geändert, weil der P-Switch jetzt aufgehört hat. Oh Gott, das Level muss man ja eigentlich zweimal spielen, um es zu kapieren. Und der hatte doch den Schlüssel, der Bowser Jr. Jetzt frage ich mich, ob ich wieder hier irgendwas machen kann. Nö. Ja gut, wir nehmen dann das Trampolin mit und gehen mal rein. In die Tür. Und... okay. Ich habe das Gefühl, da oben ist noch irgendwas. Soll ich das ausprobieren? Ich probiere es mal aus. Wobei das eigentlich... ja, ich glaube nicht, dass das geht. Nee, ich probiere es nicht aus, weil sonst werde ich von der Flamme eventuell noch getroffen. Aber theoretisch könnte man da hochgehen. So. So, der P-Switch ist nicht unser Freund. Wie aktivieren wir den jetzt? Ja, das sind sogar vier. Okay, ja. Oder werde ich gerettet durch irgendwas? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich versuche einen P-Switch-Sprung. Okay. War das sogar gewollt, dass man das machen musste? Wenn ja, wäre das schon krass, weil P-Switch-Sprünge haben so ein gewisses Timing, was nicht so einfach ist. Ich meine, ich kann das mittlerweile, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das... ja, viele in den Tod führt. Okay, aber egal. So. P-Switch. Wahrscheinlich ändert sich jetzt der Raum nochmal, wenn wir durch die Tür gehen. So, den Pilz kriegen wir nicht nochmal. Nee. Okay. Aber einen Helm. Und den Pilz kriegen wir. Okay. So, ich habe das Gefühl, hier ist eine Knochenbahn. Ja, okay. So, was müssen wir machen? Ich denke mal, wir müssen den Muncher nach oben hauen.
Ja, ein P-Switch aktiviert sich und ich komme jetzt hier rein. Okay. Coole Idee. Also mir gefällt das Level wieder sehr gut. Und jetzt sind wir hier im P-Switch-Modus. Ach du heilige Scheiße, das ist so genial. Und war das vorher nicht auch so? Wo müssen wir hin? Das ist jetzt die Frage. Ach so, nee, ich habe jetzt einen Helm auf. Ich habe einen Helm und kann jetzt hier hoch. Ah, okay, gut, verstehe. Richtig geil. Und damit ist das Level auch schon wieder zu Ende. Wow. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar das beste Level von Todd aufs... Richtig klasse. Jetzt ist nur noch die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, das stark abzukürzen. Ja, meistens sieht man das ja nicht selbst als Levelersteller, sondern meistens kommt es erst raus, wenn das tatsächlich viele Leute gespielt haben und dann eben auch eine super Weltrekordzeit aufgestellt haben. Bernie hat unter zwei Minuten gemacht bei diesem Level. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da stark abkürzen kann. Ja, aber es war ein sehr gutes Level und richtig krass. Stern habe ich dir gegeben, ja, perfekt. So, wir machen auf jeden Fall noch ein Level, bis gleich. So, wir spielen jetzt noch Touch of Death von Fabian Kiskalt. Und jawohl, inzwischen haben es auch Leute geschafft. Er hat mir nämlich geschrieben, dass er Angst hatte, dass es keiner schafft, aufgrund eines Fehlers. Aber inzwischen haben es Leute geschafft und von daher ist das alles in Ordnung. Also er hat geschrieben, dass man immer den Eindruck bekommt, zu sterben, aber man nicht wirklich stirbt. Okay. Genau, Touch of Death. Dem Tod sehr nahe, aber eben nicht wirklich. So, ich drücke einfach mal nix. Vielleicht ist das der Hinweis, den man braucht. So. Ja, vielleicht soll man sich nicht bewegen. Das hat er nicht dazu geschrieben. Und ja. Ich komme jetzt nach oben hin und sterbe nicht. Und ja, jetzt fliege ich runter. Und die Mancha töten mich nicht, weil die von den Coins, ja, wieder gehalten werden. Man sieht schon, bevor ich es geklärt habe. Und ja, ich hätte nichts drücken sollen, verdammt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man das öfter spielen will, dann kann es durchaus sein, dass die Leute das Level abbrechen, weil man halt wieder, sagen wir mal, 40 Sekunden dahin spielen muss. Vor allem hier. Das ist ein Warteelement. Und das sorgt wirklich dafür, dass die Leute das wahrscheinlich nicht öfter spielen. Wobei, die letzten zwei Blöcke wurden jetzt auf einmal genommen. Ah, hier haben wir wieder das Warteelement. Ja. Und ich sollte hier hingehen. Ach, scheiße. Nein! Fuck! Okay. Nein, okay. Okay, alles klar. Ich bin gleich wieder an der Stelle. Bis gleich. So, ich drücke wieder nix. Und ich hoffe, dass es jetzt klappt. Okay. Ja, das muss man wissen, dass man nichts drücken soll. Okay. Ah, okay. Und sterbe ich hier? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Okay. Ah, okay. Hier komme ich nirgendwo hoch, ne? Jetzt habe ich mich schon wieder bewegt, aber das sollte jetzt keinen Einfluss haben. Nee. So, perfekt. Komme ich hier oben irgendwo hin? Nö, okay. So, ich darf mich nicht bewegen. Egal was passiert, einfach nicht bewegen. Perfekt. So, und ich denke mal, daran sind die meisten gescheitert. Weil die halt nicht wussten, dass das mehr oder weniger ein Don't-Move-Level ist. Ah, okay. Die treffen mich nirgendwo. Perfekt. Und jawohl. Nice. Und ich hätte hochgehen müssen, aber ich bewege mich nicht. Nee, okay, perfekt. Ich muss nach oben, ne? Ja. Okay, wieder nicht bewegen. Kommt da was raus? P-Switch? Ja. Okay, perfekt. Und, ach scheiße. Ich habe mich wieder bewegt, aber das macht nichts. Und ja, wir haben dem Bowser so einen richtigen Tritt ins Gesicht gegeben. Das war der Super Mario Kick. Und ja, das ist das Feuerwerk, von dem er noch geschrieben hat. Und ja, Nintendo wertet das wahrscheinlich nicht als Glitch. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Da hat er auch Sorge gehabt in der Beschreibung. Nee, also das sollte wirklich nicht als Glitch gelten.
Okay, aber das ist lustig, wie der Mario hier aussieht. Ich drück gerade gar nichts. Okay, aber wir gehen jetzt ins Ziel. Genug gespielt. Perfekt. Ja, waren wieder zwei coole Level. Und vor allem das erste von Todd Offs, das war... Ja, das war richtig episch. Und... Ja. Das solltet ihr auf jeden Fall spielen. Genau. Und ja, das war's dann wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Blöxtu und ciao!